Das ist es ja. So, nur schmeiß ich auch die Stickies weg. Die können dann ebenfalls hier bleiben. Da ist die Mucke wieder, siehst du? Und das ist Bug 2. Das meinte ich vormals in einer vorangegangenen Folge. Ist ja nur hier für mich eine und dieselbe Aufnahme, aber da meine ich das da schon, dass ich mir da mal gewundert habe, woher der Soundtrack stammt, dieser Titel. Und das ist Bug 2. Also Bug 2, geschrieben mit T-O-O. Wie du eben. Da gab's, ja, das war der zweite Teil für den Saturn und es gab noch ein normales Bug, das nur eben Bug, B-U-G und ein Ausrufezeichen hinter hatte als Titel. Und das war der erste Teil dann eben. Hübsches TÜV-Spiel gewesen damals. Hat Spaß gemacht gehabt und wie gesagt, nur außer Videothek dann eben halt immer geborgt gehabt. Na, was heißt immer? Ich denke mal, das dürften so 2 bis 3 Mal nur gewesen sein. Die Mucke. Und ich hoffe, die ist jetzt nicht zu laut. Ich werde doch mal den Phone leiser machen. So, dann Zeit, die Stickies hier zu lassen. Oder übersehe ich hier noch irgendwie was? Eine Kiste kriegen wir auch immer wieder. Eigentlich, so gesehen. Bloß, was ist uns günstiger, die Stickies oder die Kiste? Ich würde fast sagen, die Stickies, ne? Oder geht hier noch was? Das Rottenflash, komm. Hauen wir das weg. Da werden wir doch wohl das ein oder andere auch noch rauskriegen. Oh, ich wollte gerade Kohle fressen. Wo sind denn unsere Fackeln? Haben wir auch nicht mehr. Ah, oder doch, wir müssen doch noch. Haben wir nicht? Die hier irgendwo fallen lassen? Nee. Oder wir verwursten uns die 2 Metall bloß wohin? Braucht ja dann eh wieder Platz für eine extra Schaufel oder so. Komm, wir machen hier die Kohle. Die machen wir platt. Machen wir Fackeln draus. Dann geht das so auch. Ich glaube, hier hinten haben wir auch noch Kohle übersehen. Nee. Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Okay. Jetzt müsste es aber langsam hell sein. Und wenn ich zu Hause bin, dann mache ich mal kurz einen Cut. Denn ich muss mal eben. Ja. Für kleine Tobis. Oh, das ist immer noch nicht hell. Okay, dann vertreibe ich mir die Zeit noch ein weiteres bisschen hier in unserer Höhle unten. Lass uns mal hier hochbauen. Mal gucken, was da ist. Mal gucken, mal gucken. Nix ist hier. Doch, Wasser. Wasser. Oh, das treibt mir ganz schön ab. Hilfe, ich werde abgetrieben. Was? Körskelette. Da ist ein weiterer Ausgang. Hab ich noch Platz für Kohle? Nee. Hab ich nicht. Wird hell. Wird hell. Wird hell. Ist das hier das Löchelchen, wo wir reingekommen sind? Nee. Stehen keine Fackeln. Aha, interessant, interessant. Lasst uns das mal merken hier, wo das ist. Dann gehen wir nämlich hierhin zurück. Hier haben wir noch 4 Kohle. 4 Kohle. Okay, ab nach Hause. Mal ab nach Hause. Ach so, Kürbisse. Kürbisse waren das.
Wuff. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier gelandet sind. Wir müssten doch nicht so weit ab sein vom Schlag. Wenn der zweite Höhleneingang, da wo wir eigentlich, oder unser erster Höhleneingang, wo wir eigentlich reingeplumpst sind, schon so dicht an dem Ausgang war, gelegen, gewesen ist. Da oder was? Mal durch die Baumkronen hüpfen. Sieht so aus. Hier ist zumindest alles ein bisschen geordneter. Nee, doch nicht. Ach du Kacke, wo denn dann? Noch weiter dahin? Wenn ich hier irgendwo eine Orientierung hätte. Oh, der ist aber laut. Sonic 2. Na gut, vielleicht ein bisschen lauter. Ich würde fast sagen, wir sind... Ach ja, da stehen ja unsere Fackeln. Oh Mann, blind ist er ohne. Okay. Der kleine Hase, der hat Angst wieder. Der ist ein sehr verängstigt unterwegs. Uns gegenüber aber nur. So, das müsste ja dann da sein. Nee, hier, ne? Hier sind wir da rumgewankt gewesen. Ja, ganz genau. Okay, und Gefahr in Sicht? Nee. Cool. Nur noch ein leiser machen. Sicher. Zu leise geht ja immer, aber zu laut ist dann schon störender, würde ich sagen. Ne? An Musik. So, du kannst erstmal hier rein. Warum habe ich denn überhaupt noch Koblis dabei? Ey, ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Sie all it clear. All it clear. Boah, so viel Kohle. Seht euch das an, ey. Guckt dir das mal an. Fast die ganze Kiste schon voll. So, das kann gleich mal hier gesmeltet werden. Euch schon aufgefüllt? Ja. Ach, cool, Glas haben wir auch gemacht gehabt. Stimmt. So, Monster-Utensils. Da haben wir ja nicht viel, nur einen Bogen noch. Der müsste ja reichen, um den hier zu reparieren. Glaube mal. Ach nee, da brauche ich ja keine Werkbank für. Das ging ja auch so. Ja, komplett ein neuer Bogen. Cool. Zack, rein damit. Und Sprengpulver. Oh, wir haben richtig viel. Wir könnten fast unseren Berg da draußen schon wieder wegbomben. Ja, gehen. Gut, mehr ist ja hier nicht. Ne? Die Enderperle, die kommt oben rein, weil die so selten ist. Wir werden hier mal gucken nach Enderperlen, was man daraus machen kann. Ender. Oh, was ist denn das? Eye of Ender. Wird gemacht. Enderperle und Blaze Powder. Blaze Rod. Ach so, das ist sicherlich was. Solch Zeugs, was du nur durch den Nether erlangen kannst, ne? Weißen aber nicht genau Bescheid. So, Enderperle, da drücke ich mal hier Shift und dann rechte Maustaste. Nee, Shift brauche ich gar nicht drücken. Da kriegen wir zum einen Atlas für Bibliokraft. Oh, die haben Atlas? Wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, das wäre eine extra Mod für so einen Atlas, weißt du, der dir. Dann eben die Orte, die du schon besucht hast, einzeichnet auf so einer Karte, in so einem Buch eben. Da brauchst du aber 4 Enderperlen für. Und 2 Enchanted Books. Sind wahrscheinlich normale Bücher bloß verzaubert, oder wie? Siehst du nicht. Kein Rezept. Scheinbar. Kompass. Aus einem normalen Kompass und 4-mal Gold. Was ist denn das? Ach so, der Bibliokraft-Kompass. Den gibt es nochmal extra. Das ist der normale Minecraft-Kompass. Und das ist der Bibliokraft-Kompass. Und der Bibliokraft-Kompass, da brauchst du einen normalen Minecraft-Kompass. Sieht man ja hier. Unschwer zu erkennen. Und 4 Goldstücke umrum. Und wie machst du den? Eisen und ein Redstone. Dann hast du einen normalen Kompass. Aha. Okay. So, weiter was kann man mit der Enderperle nicht machen, doch.
Eye of Ender, das hatten wir ja schon. Und hier ein Atlas nochmal. Warum gibt es denn zwei? Ach so. Bestimmt zwei unterschiedliche? Nee, heißen da beide Atlas. Ach so, das kannst du drehen, wie du willst. Jetzt ist mir das klar, ist bloß unterschiedlich. Kannst also rechts, links legen, deine Enchanted Books. Oder eben oben und unten. Dann eben, das ebenfalls mit den Kompassen tun. Okay, dann ist mir das klar, dann ist mir das klar. So, oben das ganze seltene Zeugs noch rein. Wie unser Gold. Das Eisen. Ja, wir haben erstmal genug gesmeltet, würde ich sagen. Und Light, stimmt, Light Glowstone. Haben wir auch noch Dust. Ich glaube, nur aus Vieren bekommst du den Glowstone-Block. Glowstone-Block, so wie ich auch auf der Minecraft 100 gehabt habe, zum Ausleuchten immer. Selten, ja, wusste gar nicht, dass das auch hier gedroppt wird auf einer normalen Map, aber im Nether nur kommst du an Glowstone-Dust ran. Aha. So, jetzt haben wir da 64. Hatten wir nicht schon 64 davon? Ach nee, das war hier Lapis. Stimmt. Wollte doch meinen, davon hatten wir doch schon 64 rausgebuggelt. Aber das war Lapis eben gewesen. Das kommt unten rein. Hier haben wir eine Monsterzeugs. Die Pferderüstung, die bleibt auch hier beim Sattel. Tauschen wir mal um. Sieht besser aus. Und der Helm, der kann auch hier bleiben. Und natürlich unsere Enderperle. Oh, cool. Und Glasflasche kann man euch stacken? Ja, cool. Okay. Schon wieder finster. Monster-Utensils. Und da haben wir noch Strings. Und da haben wir noch Bones. Und da haben wir noch die Pfeile. Und da haben wir noch eine Kiste. Die kommt da oben bei Holz rein. Genau. So, Stickies haben wir da, dann haben wir noch das Glas da, das kann hier raus, das ist hier gewesen, das Mossstone, genau, und das Glas eben auch. Okay, dann sind wir wieder leer, dann können wir sogleich erneut reisen gehen, wieder mal. Die finstere Mucke, die läuft im Hintergrund noch. Aber lasst uns erstmal einmal pennen gehen, würde sagen, dann gleich. Ich werde mir noch ein bisschen was an Eisen verhorsten. Schaufeln nicht unbedingt. Vielleicht eine Spitzhacke noch zusätzlich. Das Schwert, das müsste noch ausreichen. Oh, komm, eine Schaufel auch noch. Eine Schaufel doch noch. Dann haben wir von jedem drei. Also von Spitzhacken und Schaufeln. Und Schwert und Axt reicht auch noch. Holz kommt wieder mit. Brot müssen wir noch dran denken. Seht da. Das darf ich nicht vergessen. Haben wir doch hier was drin? Ja, ein bisschen was haben wir noch. Aber lasst uns mal ernten gehen. Zu der Kartoffel raus. Aber doch zuvor lassen wir mal kurz einen Break machen, Cut machen. Denn ja, ich muss mal für kleine Tobis gehen. Bis gleich dann. Gut, da bin ich wieder zurück. Ist er runter vom Porzellanhocker, der Tobi. Gut, gut, da oben, da blinkt mir immer wieder Encode auf gerade. Ich werde mal back to game gehen. Wir werden mal rausgucken. Ja, selbstverständlich, wenn du Escape drückst. Auch pausiert das Spiel. So, und jetzt sieht anders aus. Ich weiß nicht, der mag wahrscheinlich dunkle Bilder nicht. Der Encoder, das Aufnahmeprogramm. Ist mir so bisher noch nicht passiert. Oder aber die Festplatte, die wird zu langsam, weil sie gerade wieder knüppelvoll ist. Das weiß ich auch nicht. Gut, wir wollten gucken nach Kartoffel da hinten. Ne? Und noch ein bisschen was ernten, bevor es weitergeht. Ist jetzt, glaube ich, 5 Minuten her, da wo ich hier drinne gewesen bin. Also noch nicht so lange. Im Hintergrund natürlich immer noch die finstere Musik, die ein bisschen leise zu sein scheint auch. Vielleicht so. Ist die Kartoffel hier schon soweit? Ja. Kriegen wir Kartoffel raus? Oh, ich dachte schon, die sind verschwunden. Und die können wir direkt mal so wieder anpflanzen. Naja, genau so war das. Cool. Dann kriegen wir hier also einen hübschen Kartoffelacker. Dann eben gemacht noch. Gut, können wir mal ein bisschen beeilen. Wird schon wieder finster. So, runter. Und die
Ich habe immer Angst, dass ich das Seerosenblatt hier erwische mit meinem Rage hier. In meinem Wahn. Nicht, dass das Flöten geht mit, ne? Gut, das bastelst du ja auch bloß ab. Das is it ja, das bastelst du ja auch bloß ab. Das geht ja nicht flöten, das sagst du dann selbstverfreilichst wieder ein. Zuallererst mal gehen wir pennen, schnell mal. Lieber was Neues anbauen. Dort. Zack, hingehauen. Fertig ist die Laube. Mir macht die Höhle da hinten schon wieder Sorgen so leicht. Da haben wir noch ein bisschen was an Kohle drinnen natürlich. Gesehen natürlich. Aber ja, vielleicht geht das auch nicht mehr so weit tief rein dort. Und wenn nicht, ey, ich weiß nicht. Dann müssen wir uns irgendwo noch was suchen. Aber das will ich gar nicht. Ich will hier nicht die halben 100 Folgen, die nächsten halben 100 Folgen hier. Die nächsten 50 Folgen, um besser... Um es mal besser auszudrücken, nicht nur in der Höhle rumgammeln, ne? Oh Mann, 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 ey. Wie viel Pech muss man haben? Wie viel Pech kann man haben? Ist doch nicht wahr. Dann lasst uns mal reisen, wenn das jetzt nichts wird. Ein bisschen was reisen will ich noch. Ein bisschen was wenigstens von der Biomes Oplandy Mod. Ein bisschen was erspähen, ja, wie das dann nur aussieht, wie da der Übergang, der Map-Übergang nur ist. Das interessiert mir echt, ey. Wie das aussieht, ob das so ein harter Übergang ist, wirklich, da wo du vor einer Klippe stehst oder so, wie ich einmal gesagt hatte. Oder ob der weich ineinander übergeht, sodass du das kaum merkst, sag ich mal, dass da der Biomes Oplandy Map-Generator eben greift dann eben ab dort an, dann eben auf der Karte. Dann weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Das würde ich so gerne mal wissen wollen. So, jetzt haben wir hier genug. Da rein zieht's, ne? Ja. Okay, und das reicht uns doch hier unten komplett aus. Gut. Was war das für ein Geräusch? Ein Knistern. Ach so, der Ofen, ne? Der knistert jetzt? Ja. Okay. Da waren wir richtig. Da waren wir ja richtig. Zack. Oh, das scheint direkt einmal aufzugehen. Nee, ne? Nee, bleiben wieder zwei über. Zack, rein damit. Da haben wir noch eine Kartoffel sogar liegen. Siehst du, die hatten wir vorher schon gehabt, ey. Dann lasst uns die Karotte draußen anbauen gehen. Sofern das möglich ist, natürlich. Dann haben wir ebenfalls schon Karotten da. Ihr kommt da runter. Die Blümchen, die können hier oben hin. Du kannst da hin. Dann ist das ein bisschen besser aufgeteilt. Genau doch. So, aber wohin mit dir? Erstmal auf den Kartoffelacker rauf? Ja, wa? Würde sagen. Und du scheinst hier recht gut zu wachsen, trotzdem hier irgendwie Schatten ist. Siehst du, da oben haben wir auch Holz vergessen. Sehe ich jetzt gerade. Ist mir vorher bestimmt irgendwann mal aufgefallen. Ah, tatsächlich. Geht auch. Geht auch. Da schon 43%. Cool. Aber ich denke mal, das stört dem Wachstum da nicht. Das Holz da, was da noch übersteht, dann werden wir demnächst dann irgendwann sicherlich nochmal abholzen. Natürlich doch. Aber lasst uns mal nur zurückgehen. Ne? Bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber ey, ich habe echt die Befürchtung, da geht es nicht mehr so tief rein in der Höhle. Oh, das wäre zu schade. Oh, hier wieder ein bisschen leiser machen. Biesken. Schön, sobald Wasser fließt, bilden sich auch hier die Sträucher, die da rausgucken. Das ist prima fein. Prima fein. Wo war denn das? Das war doch hier gewesen, oder nicht? Aber hier sind wir doch ja nicht lang gestiefelt. Da oben irgendwo? Ich hab keine Ahnung.
Ich weiß es echt nicht. Muss doch hier sein, ne? Hier so. Hier so, aber das war doch, wenn dann hier drüben irgendwo dran, oder irre ich mir da? Boah, hier siehst du gar nichts. Hier unter. Hier, ne? Hier um die Ecke. Ja. Da sind die Fackeln. Gut, dann mal ab in die Höhle und vielleicht doch noch einen lauter machen.